Und weiter geht's bei Mittelerde. So, da sind wir wieder. Hier noch stehen geblieben, war etwas verwirrt, weil ich hier nicht reingekommen, also weil ich nicht rein konnte. Das war mein eigener Fehler. Wie war das Rätsel? Und die Tür auf. Also. Mordor, gewandt in finsterer Nacht. Mordor, Nest, nein, ein Nest voller Schlangen. Ein Nest voll Schlangen, Kummer und Zwist. Herr durch bösen Verrat und List. Gefangen im Würgegriff, kalt wie die Gruft, doch horcht ein flammender Herr in strahlender Kluft. Verbrennt er durch bösen Verrat und List vergiftet. Vielleicht ist es vergiftet durch. Das macht mehr Sinn. Verbrennt alle. Alle. Mordor übel gewandt in finsterer Nacht. Verbrennt alle. Mordor schlummert, gewandt in finsterer Nacht. Schlummert. Hort, schlummert im Wüde. Kalt. Verbrennt alle gefangen. Brennt alle übel. Und Mordor erwacht. Ah! Bin ich sehr gespannt, was ich hier kriege. Mordor schlummert, gewandt in finsterer Nacht. Ein Nest voller Schlangen, Kummer und Zwist, vergiftet durch bösen Verrat und List. Gefangen im Würgegriff, kalt wie die Gruft. Doch horcht, ein flammender Herr in strahlender Kluft verbrennt alle Übel und Mordor erwacht. Ach, supi. So, was haben wir hier? Also, hier haben wir für den hellen Herrscher. Jetzt habe ich 4 Teile für den hellen Herrscher. Führt alle Elbengeschosse wieder auf, wenn du einen Feind bei aktiver Elbenwut tötest. Wundervoll. Wundervoll. Gut, ich schaue hier mal. Was von Verfolgen? Kann ich die nicht noch verbessern? Ich kann doch. Verbessern, oder? Verbessern, Herausforderung noch aktiv. Herausforderung noch aktiv. Rekrutiere einen Ork, der immer Stufe 40 plus. Ah, ich bin natürlich bei weitem nicht mal so weit. 40 plus, 40 plus, 40 plus. Das packe ich ja nicht. Keine Chance. Keine Chance. Also, die Seite bin ich schon fast komplett durch. Das heißt, hier habe ich noch eins, hier habe ich noch eins. Online-Eroberung will ich irgendwann auch noch machen. Hier habe ich noch was und hier oben. Wir kämpfen uns von hier oben runter. Lass mal die Zeit verstreichen. Ich will neue Hauptmänner. Ich will etwas Besseres hier. Das, was zurzeit hier ist, ist ja nicht so das Prickelnde. Ein neuer Unbekannter. Den kennen wir schon. Snaifu. Den muss ich ohnehin noch. Den will ich ohnehin noch holen. Wir markieren den mal. Ist nicht so weit weg hier. Ist der da unten. Okay, wir springen hier kurz durch. Zack, zack. Und dann hier und dann runter und dann schnappen wir uns den. Beziehungsweise ich demütige ihn noch einmal. Weil wenn ich Eisener Wille von ihm wegkriege, bin ich mir wirklich im Überlegen, ihn wieder zum Hauptmann zu machen, der Festung, zum Oberherren. In meinen frühesten Erinnerungen bin ich in Decken gewickelt und meine Mutter zeigt mir die Bilder eines Märchenbuchs über Luki die Larrikin, deren Streiche immer katastrophal endeten, doch ihrer strengen Gouvernante war sie immer einen Schritt voraus. Jahre später, als ich lesen konnte, fand ich das Buch wieder.
Ich war überrascht, dass es voller kleiner Moralgeschichten steckte, statt der lustigen Anekdoten, die meine Mutter erzählte. Ich frage mich, warum sie das getan hat. Okay. Knittelverse für Kinder, wie ich sehe. Etwas mehr als das. Vor langer Zeit las ich dieses Märchenbuch meinem Sohn vor. Du wirst gewaschen. Du bist es nicht. Obwohl er ein Gefolge von Kriegern hat, das ist ziemlich cool. Verstärkung rufen. Ruf Verstärkung als Ersatz von Orks, der bei dir im Kampf gefallen sind. Hüte dich vor seinem Zorn. Ein Horden. Mhm. Kriegsbanner, Kommandant. Im erweiterten Klasse ermutigt seine Verbündeten und ermöglicht es ihnen im Kampf. Okay. Er ist nicht mehr so schlecht, außer dass er gegen diese verdammten. Dass ein Morgherfliegen mega Angst hat. Anfällig für Schleichen, Bestien. Ich glaube, den besten Kommandanten, den besten Oberherren, den man einsetzen ist, kann, ist, wenn er gegen Schleichen anfällig ist. Und irgendwie noch gegen einen Drachen oder so, weil das kommt ja nie zum Einsatz, wenn man eine Festung stürmt. Aus dem fernen Norden zählen schon lange zu Gondors Verbündeten, auch wenn ich persönlich noch keinen gesehen habe. Dieser Mantel ist auf den Schultern leicht wie Morgennebel. Ich habe ihn einmal anprobiert und seine Farben scheinen sich im Licht zu wandeln. Wie erbärmlich sind doch unsere Stoffe im Vergleich zum Elbenhandwerk. Ich finde es lustig, in einem anderen Ding hast du noch gesagt, die Handwerker haben sind genauso gut wie die der Elben. Ich erkenne diesen Mantel. Er ist von meinem Volk. Ein Volk, von dem wir hier kaum Spuren finden. Ja, so scheint es. Ich will bessere Hauptmänner. Ich will meinen alten Hauptmann zurück. Ich bin mir jetzt die ganze Zeit schon einmal überlegen, was der beste Oberherr ist eigentlich. Und einer der besten Oberherren wäre theoretisch einer, der Verbündete hat, und zwar Verbündete Orks oder Urukai und keinen Karagor, weil Karagore kann man ja einfach übernehmen. Fast alle Bestien kann man einfach übernehmen. Orloks wären auch gut. Als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst. Finde Pfeile, okay. Scheint ja recht einfach zu sein, nicht? Wo sind die? Sag ich doch. So. Hier in Mordor überleben nur die Listigen und die Tumpen sterben oder werden Sklaven.
Ja. Die Nistigen nützlich sind. Ja. Wir schnappen uns jetzt den. Ich will den demütigen. Wenn der Eisene Wille entfernt wird, nehmen wir ihn auf. Wenn nicht, töte ich ihn einfach. Weil wenn ich den jetzt... Ich habe ihn ja schon mal gedemütigt. Und wenn ich ihn nochmal demütige, ich glaube, der dreht mir irgendwann durch. Das ist ja... Prinzipiell ist es ja ein Angriff auf die Psyche. Schämen. Aber ich habe mir sein Zeichen zu eigen gemacht. Nun stehe ich vor euch, nicht beschämt, sondern stolz. Das ist doch mal ein Ansatz. Sklavenmeister, erinnerst du dich? Du hast versucht, mich zu demütigen. Du hast mir dein Zeichen verpasst, aber es brachte nichts. Statt Schande fühlte ich Stolz. Ich akzeptierte das Zeichen und wurde neugeboren. Jetzt werde ich dich töten. Glaube ich nicht. Und schon hat er sich angepasst. Er ist schnell, was so Sachen betrifft. Deswegen wäre er ja eben gerade gut. So, jetzt. Erneut senke ich dich. Ja, sehr schön. So, und jetzt ist er da oben, wir gehen hoch. Warte kurz, ich nehme noch das ganze Money mit. Mir fällt ein, wenn ich ins nächste Gebiet gehe dann noch, muss ich ganz, ganz dringend mir möglichst schnell einen Verbündeten suchen, der weitere Verbündete ruft, also einen Hauptmann, den ich als Leibwächter rekrutiere, der weitere Verbündete zu sich ruft. Dann rufe ich den einfach jedes Mal und dann tötet der andere und durch den Ring generiere ich dann wieder Geld. Ja, den Ring, dass wenn Verbündete jemanden töten, dann gibt's Money. Das macht schon Sinn. Ah, eben, übrigens. Habe ich ihn eigentlich geschwächt? Hat es ein Zeichen? Indem er noch den Eisernen Willen. Jetzt ist die. Warte kurz, hat er eigentlich noch einen Schwachpunkt draufgekriegt? Bestienfutter entflammbar. Jetzt ist er anfällig gegen Feuer, das war er ursprünglich noch nicht, oder? Anfällig für Gift. Schwächen, Tipps. Ich glaube, ich gebe ihm noch einen Versuch. Wäre halt schon cool, wenn er bei mir noch in der Armee aufgenommen wird. Auf der anderen Seite wäre es aber auch ganz spannend zu gucken, was ich für einen Gegenstand von ihm kriege. Eine Hinrichtung in der Nähe. Und bald gibt es vielleicht noch eine. Obwohl es auch witzig ist, den bis zum absoluten Nullpunkt Brain tot zu machen. ich bin so ein Arsch. In so ein Arsch. Hm.
meinen gemeinsamen Feind. Da ist er! Den Schwein. Ja. Snafu. Aufhören, mich zu bewegen? Okay. Dieser Narr verdient den Tod, so wie du. Du hast mir die Scham genommen. Und ein Uruk ohne Scham ist ein Uruk ohne Furcht. Einen Moment. Das will ich noch ganz kurz nachgucken. Todesdrohung verbessern. Es besteht. Bruce-Aufträge abschließen. Okay. Hat es gelernt. Nein, ich wollte eigentlich nicht drüber springen. Nein, ach verdammt. Erwischst du nicht so einfach, mein Guter? Du wolltest mich beschämen, doch du hast versagt. Jetzt geht das auch nicht mehr. Jetzt wird's aber langsam kritisch. Probieren wir es auf eine andere Art und Weise. Kann ich nicht? Oh Gott. Jetzt mache ich einen Fehler. Kann ich das nicht mehr? Habe ich das weggenommen? Ich sollte doch eigentlich auf dem Cargo raussitzen können mit dem Schatten-Dings hier. Eben. Hä? Geht denn das nicht mehr? So ein letztes Mal, wenn es jetzt nicht klappt, ist Ende Gelände. Sein Geist ist so stark. Er ist nicht weit weg. So, jetzt finden wir gerade kurz heraus, ob er total durchgedreht ist jetzt. Wenn ich hätte nochmal einen Schwachpunkt gekriegt. Ah ne, doch nicht. Gut, der Eisnerwähler ist und bleibt drauf. Ich würde ihn so gerne übernehmen. Ach komm, ich setze ihn noch einmal runter. Und dann spiele ich ihn wieder hoch. Weiß schon wie. Weiß schon wie. Schande! Wie wär's, wenn ich zur Abwechslung deine Nase in Schrank reibe? Wäre eine Idee, wird aber nicht funktionieren.
Für den hellen Herrscher. Einmal sollte es noch gehen. Er ist gerade recht zäh, ne? Ich will... Du dachtest, du wärst mich los, als du mich beschämt hast, nicht wahr? Ich stehe über deinem armseligen Bemühen, mich zu demütigen. Ja, das weiß ich doch. Nein, 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 nein. Das ging doch vorhin noch. Komm, schlag mal zu. Jetzt, 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 jetzt. Nein, da kriegt er wieder Lebenspunkte dazu. Wie denn? So, okay. Wir demütigen ihn noch einmal. Warte mal. Ist er jetzt komplett durchgedreht? Er ist, den Willen los, aber er ist komplett durchgedreht. Wir haben einen wahnsinnig starken gerade. Scheiße. Nimm das! So, wir gehen mal zurück. Hey, das ist ja heftig. Warum ist denn jetzt diese hohe Stufe auf einmal? What the fuck? Na gut, wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Wir machen nochmal eine kleine Pause. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Der ist einfach Stufe 47 jetzt. What the fuck? Den kriege ich nie wieder klein. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Dann schauen wir, was wir gegen den anrichten können.